Wären wir am Äquator entlang gefahren, wäre jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo wir die Welt einmal komplett umrundet hätten. Für uns ist das ein krasser Meilenstein und das will natürlich ausgiebig gefeiert werden. Und dazu sind wir gerade auch am richtigen Ort. Drittes Neujahrsfest, denn wir hatten das erste Mal Silvester in Thailand, das zweite Mal Chinese New Year in Malaysia und dieses Mal, zufälligerweise sind wir gerade auch in Bangkok, das dritte Neujahrsfest, nämlich das thailändische Neujahr. Ich glaube, wir haben das Jahr 2500 irgendwas. Und hier gibt es in Bangkok die größte Wasserschlacht der Welt und wir sind natürlich live dabei und gucken uns an, was da so passiert und machen dann auch mit. Wir müssen erstmal jetzt los eine Super Soaker kaufen und ja, gucken, wen wir abschießen können. Bis gleich. Das Neujahrsfest, was hier gerade in Thailand bzw. in Bangkok stattfindet, auch bekannt als Songkran, ist das traditionelle thailändische bzw. buddhistische Neujahr. Es ist eines der größten und wohl auch fröhlichsten Feste in Thailand. Und definitiv auch das größte und fröhlichste Fest, was wir jemals erlebt haben. Ursprünglich ein religiöses Ritual. Dieses Ritual hat sich aber so weit weiterentwickelt, dass es mittlerweile als größte Wasserschlacht der Welt gilt. Unzählige Menschen, und dabei ist egal ob jung oder alt, laufen mit Wasserpistolen über die Straßen und spritzen sich gegenseitig nass. Was symbolisch für die Reinigung und neues Glück steht. Und davon, das kann ich euch sagen, nehmen wir heute eine Menge mit und verteilen auch einiges. Komisch von Fremden hier einfach abgeschossen zu werden. Thank you.
kurze Pause, komplett nass. Aber es ist so witzig hier in Bangkok, wirklich. Jeder macht mit, jeder muss mitmachen, man wird einfach abgeschossen. Ich hatte gerade nicht meine Super Soaker in der Hand. Und ja, so sehe ich gerade aus. Aber das ist wirklich harmonisch, weil die wünschen dir damit ja Glück. Und davon habe ich eine Menge bekommen heute. Hier wird nachgeladen. Guck mal, was hier los ist, meine Fresse. Das ist jetzt schon das mit Abstand schönste Neujahrsfest, was wir je erlebt haben. Und dabei sind wir noch nicht mal an den Straßen angekommen, wo es eigentlich hauptsächlich stattfindet. Wir müssen zugeben, wir haben das Fest komplett unterschätzt. Eigentlich wollten wir zu Fuß oder eben mit der Bahn bis zu dieser Partymeile fahren, da ein bisschen Spaß haben und am Abend wieder zurück. Und nun stellen wir fest, dass die Partymeile eigentlich ganz Bangkok ist. Wir stolpern hier eigentlich nur von Nebenstraße zu Nebenstraße und erkunden dabei die Stadt und machen dabei den ganzen Tag neue Bekanntschaften, sowohl mit Touristen als auch mit Locals. Nachdem wir nun das zweite Mal in Bangkok sind, ist unser klares Fazit: Bangkok ist lebendig, modern und voller Kontraste. Von den unzähligen bunten Tempeln über die traditionellen Märkte bis hin zu den modernen Wolkenkratzern bietet die Stadt einiges an Abwechslung. Das Songkran Wasserfest zeigt doch eben genau das, was ich hier gerade versuche zu erklären. Während hier ein ganz normaler Werktag, also aus deutscher Perspektive, hier relativ geordnet abläuft, verwandelt sich die ganze Stadt während des Songkran Wasserfests in eine riesige ausgelassene Wasserschlacht. Tradition und Moderne treffen hier friedlich aufeinander und machen das Ganze zu einem unvergesslichen Erlebnis. Für uns Touris auf jeden Fall perfekt, um Bangkok zu erleben. Jeder macht mit. Mittlerweile 22 Uhr und die sind immer noch voll dabei. Und wir auch. Hey,
22 Uhr, komplett nass. Aber es ist so schön warm hier, dass es eigentlich völlig egal ist. Und Bangkok lebt richtig. Es hört nicht auf, die Leute haben Spaß ohne Ende. Guck doch mal an. Aber wir kämpfen bis zum Schluss. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Hast du gehört? Donate. Oh, das war Spaß. Thanks. Oh, wie die mir alle Glück wünschen. Fragt euch, was das in meinem Gesicht ist. Das ist noch mehr Glück. Neben dem Wasser gehört das auch dazu. Und das hier, das ist kreatives Tuning und mittlerweile Kulturgut in Bangkok. Es gibt wirklich kaum Fahrzeuge hier, wo die Leute nicht in irgendeiner Form selbst Hand angelegt haben. Die Tuk-Tuk-Gang allen voran mit ihren hochgerüsteten Dreirädern mit 4x4-Antrieb sind sie auf jeden Fall ein Hingucker. Wir bestellen uns jetzt ein leckeres Thai Chi. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber es ist empfohlen. Und es hat mich in Stelle. Aber nur eine Bewertung von 3,3 auf Google. Also ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Mal gucken. Das Eis hier wurde uns empfohlen, scheint sehr beliebt zu sein und hat dazu noch einen Michelin-Stern. Also müssen wir das ausprobieren. Und die Hauptzutat scheint im wahrsten Sinne einfach ein Eisblock zu sein. Das Eis wird auf traditionelle südkoreanische Art zubereitet und nennt sich Pat Bing Su. Es scheint, als wenn der Eisblock einfach an der Drehmaschine fein geraspelt wird und dann kommt noch ein Topping drauf und et voilà. Ich erhebe ein Biss meines besten Eises auf euch und wünsche euch noch ein frohes neues Jahr, frohes neues thailändisches Jahr. Und ich bin sicher, das ist der Channel, wo ich am häufigsten frohes neues Jahr gewünscht wird. Also frohes neues. Falls ihr doch mal in Bangkok seid, gönnt euch auf jeden Fall die Siam Icon, eine richtig beeindruckende Mall. Unten gibt es jede Menge zu essen, richtig coole Food Courts, auch mit Michelin-Sternchen und sowas. Also wenn ihr da ein bisschen genauer hinkommt und Interesse habt, sowas mal auszuprobieren. Sehr interessantes, sehr vielseitiges Food. Und ganz oben, wo wir gerade sind, ist ein richtig großer Panorama-Balkon, wo man jede Menge coole Sachen beobachten kann. Und hier wird gerade zum Beispiel Kunst ausgehängt, was auch sehr cool aussieht, oder? Und hier, die kenne ich doch. Son Goku und Chi-Chi. Tag Nummer 2 in Bangkok. Wieder unterwegs, aber konnten. Und wir haben ganz schnell festgestellt, dass heute nicht weniger los ist als gestern. Ganz im Gegenteil. Das Songkran-Wasserfest geht volle 3 Tage. Und auch heute haben wir kein genaues Ziel und lassen uns von der Masse an guter Laune treiben.
ich wieder klitschnass bin. Ah, das war Spaß. Das macht Spaß. Die Stimmung ist grandios, selbst die Feuerwehr macht mit. Selbst die Polizei hinter uns hat keine Chance. Wenn die Cops mitspielen. Darf ich mit dem Polizisten abzuschießen? Schnell verstecken. Jetzt fahren wir noch ein letztes Mal durch Bangkok. Wir fahren jetzt zu dem Palast, weil da ist heute noch einiges los. Zum Beispiel eine Drohnenshow, die wir uns gleich nochmal angucken wollen. Es ist jetzt ungefähr eine Stunde vor der Drohnenshow. Wir sind etwas spät dran. Ich glaube nicht, dass wir dann noch rechtzeitig ankommen. Mal gucken, was ich auf die Kamera bekomme. Ja, Mann. Die hat richtig Spaß. Hast du den einen gesehen mit deiner ganzen Kraft? Hat er den Eimer geworfen, ne? Ja, ja. Letzter Tag hier in Bangkok. Das ist so witzig, wir sind gerade aus dem Auto rausgekommen und werden schon wieder komplett nass hier. Und jetzt geht's zur Drohnenshow. Und auch hier haben wir nicht dazugelernt. Erwartet haben wir eine Drohnenshow und bekommen haben wir ein Festival mit verschiedenen Konzerten, Musikrichtungen direkt im Vorgarten des Königspalastes. Die Leute, die in Thailand leben, bzw. in Bangkok, machen offensichtlich am Songkran keine halben Sachen. Wenn du nicht aufpasst, es ist wie bei The Purge, wirklich. Du gehst in eine Seitengasse rein, da stehen fünf Jungs und die freuen sich darauf, dass sie mit kaltem Wasser sich nass machen. Was mega funny ist und irgendwie süß. Also wir genießen das hier richtig doll und haben richtig Spaß bei dem Neujahrsfest. Also wirklich beste Art von Neujahrsfest, was man feiern kann.
wäre für eine Drohnenshow gekommen. Das lassen wir lieber, denn in Thailand gibt es so einige Leute, die nicht schlecht im Thai-Boxen sind. Hat er mir voll in die Fresse gespritzt, der Hund. Scheiße, ey. Was für eine kleine Frechheit. Der hat sogar mir ins Gesicht gespritzt. Komplett durchs Auto durch, ja. Was eine geile Maschine, ey. Schau mal, sieht schon cool aus mit der Wikinger-Helm. Ja. Die Vorbereitung zu treffen, dass wir ins nächste Land fahren können. Und es ist tatsächlich nicht das Land, das wir eigentlich angedacht haben, nämlich Laos. Seitdem wir wieder in Thailand sind, schwimmt schon die ganze Zeit bei uns so ein kleines bisschen Missmut mit. Jetzt sind wir fast einen Monat hier, jetzt müssen wir auch schon wieder raus. Wir hatten uns auch schon einen Plan überlegt, wie wir rauskommen, weil wir keine Papiere für das Fahrzeug haben. Das letzte Mal, dass wir durch die Grenze gekommen sind, von Malaysia nach Thailand, haben wir Glück gehabt, dass wir reingekommen sind. Beziehungsweise vielleicht Pech gehabt, dass wir reingekommen sind. Warum, sage ich gleich. Ich muss dazu sagen, es ist wirklich immer witzig, in was man sich reinreitet, wenn man nicht komplett bis ins letzte Detail plant. Wir hätten Thailand nicht jetzt 2 Monate genießen können, wenn wir vorher gesagt hätten, ja scheiße, wir dürfen nicht nach Thailand rein, wir probieren es erst gar nicht. Es hat geklappt und ich bereue keine Sekunde hier in Thailand. Das war wirklich eine atemberaubend geile Zeit. Würde ich nochmal mit dem Campervan an der Grenze antanzen? Wahrscheinlich eher nicht. Aber jetzt, wo es passiert ist und wo wir in Thailand waren, was soll ich dazu sagen? Da gibt es nichts Negatives zu sagen. Auf jeden Fall sind wir jetzt an der nächsten Grenze. Wir wollten eigentlich nach Laos fahren, zu der Grenze, die uns reingelassen hat, um denen zu erklären, ihr wollt uns jetzt nicht rauslassen, aber wir wären gar nicht erst reingekommen, wenn ihr nicht den Fehler gemacht hättet. Ich wette 1000 Euro darauf, dass die uns einfach hätten rausgelassen. Ja, das ist leider nicht möglich, zu dieser Grenze zu fahren, weil auf laotischer Seite an dieser Grenze kein Visa ausgestellt wird. So eine Scheiße. Sind die halbe Strecke auch gefahren, von Bangkok aus 3 oder 4 Stunden Richtung Norden und haben dann erst festgestellt, dass diese Grenze kein Visa ausstellt. Das heißt, wir können nicht an diese Grenze fahren. Ja, jetzt sind wir eigentlich in einer ziemlich misslichen Lage. Das heißt, wir müssen uns eine neue Grenze aussuchen und hoffen, dass wir irgendwie durchkommen. Ohne dass wir dieses Argument in der Hinterhand haben, hey, ihr habt uns reingelassen, lasst uns gefälligst auch wieder raus, ihr habt den Fehler gemacht.
Jetzt fahren wir zu einer anderen Grenze, allerdings nicht nach Laos. Wir fahren nach Kambodscha. Wir haben uns dann kurzerhand angeguckt, was man dazu braucht. Und eigentlich haben wir alles dabei, was wir dafür brauchen, um da reinzukommen. Visa gibt es on arrival für Deutsche. Man muss noch beim Zoll so eine Application schreiben. Das ist aber auch kein Problem. Die müssen wir heute noch ausdrucken. Und dann können wir nach Kambodscha, theoretisch. Denn vor Kambodscha kommt noch die thailändische Ausreisegrenze, wo wir irgendwie durchkommen müssen. Und da, ja, ich mache mir da wirklich ein bisschen Sorgen, weil das ist wirklich scary, wenn wir da nicht rauskommen oder wenn die irgendwie große Probleme machen oder das eskalieren. Denn das kann echt shitty und richtig teuer werden. Denn ich habe schon bei dem TIP, dem Zettel, was wir letztes Mal bekommen haben, um durch Thailand zu fahren, gesehen, dass wenn du einen Tag oder überhaupt zu spät bist, kann eine Strafe erhoben werden von bis zu 9 Millionen Baht, was umgerechnet ungefähr 250.000 Euro sind. Ja, hau rein. deswegen waren wir auch rechtzeitig draußen. Und ja, ich hoffe, wir kommen raus. Ich hoffe, dass die Thailänder einfach sagen oder uns einfach durchwinken und sagen, shit happens, gute Reise und auf Nimmerwiedersehen. Was ich nicht einhalten werde, weil Thailand ist wunderschön. Aber ich hoffe, dass wir da gut durchkommen und so die Anspannung auch ein bisschen nachlässt. Weil das ist schon mehr oder weniger auch ein kleines Privileg, hier in Thailand mit so einem Van rumzufahren, mit einem Van aus Deutschland. Ein großes Privileg und gerade wie wir auch Thailand erfahren haben, wunderschön, richtig cool. Keine schlechten Erfahrungen. Unglaublich. Und ich hoffe, das bleibt dabei. Also bis zum nächsten Video. Hoffentlich aus Kambodscha. Wir sind gerade in einem wunderschönen Resort, möchte man sagen. Einfach irgendwo rechts abgebogen, Richtung Strand. Und haben jetzt ein bisschen Zeit, bevor es weitergeht. Meine Idee ist, vielleicht eine dumme, vielleicht auch eine coole. Wir lackieren unsere Felgen. Ich habe eine Spraydose gefunden für 1 Euro. Ich dachte mir, warum nicht? Nicht die Felgen, die Radkappen. Also, bis gleich. Also, okay, wir sind fertig. Und ihr seht, das sieht ziemlich scheiße aus. Das ist irgendwie so ein Arktik-Weiß. Und das Weiß hier ist irgendwie so ein bisschen cremiger, habe ich das Gefühl. Ich glaube, es ist Zeit für die nächste Spraydose. Schreibt in die Kommentare, welche Farbe ihr sehen wollt. Schwarz ist ausgeschlossen und weiß auch. Also, weiter geht's.